Herzlich willkommen zum Trainergespräch der SG Studensee Weingarten nach dem Heimspiel gegen HSG St. Leon Reilingen. Halbzeitstand 12-7, am Ende wurde es doch nochmal knapp, 22-21. Bernd, deine Einschätzung zum Spiel bitte. Zuerst Glückwunsch an die SG Studensee. Haben sie sich vor allem aufgrund der ersten Halbzeit verdient, dieser Sieg. Ja, es wurde nochmal ein bisschen eng, hat gewackelt. Ich war natürlich sehr enttäuscht von der ersten Halbzeit, obwohl wir im Vorfeld schon wussten, unsere beiden etatmäßigen Rückraumspieler rechts und links waren weg, Stammtormann war weg, Max hat ihn aber gut ersetzt, von dem her war das kein Problem im Tor. Und zu Beginn hat man schon gemerkt, dass diese eingespielte Achse im Rückraum fehlt. Und aber so war ein unerirdisches Auftreten in der ersten Halbzeit. Und Studensee war noch gnädig mit uns, dass wir nur 5 Tore hin waren in der Halbzeit, sonst wäre da die Mess schon gläser gewesen. Wir waren so eine Halte in der Halbzeit und ja, zumindest das Auftreten in der zweiten Halbzeit war doch ein ganz anderes. Die Zweikämpfe wurden angenommen, der Kreis wurde besser abgeschirmt. Ja, alles, was eigentlich ein Handballspiel ausmacht in der Abwehr. Hab nicht gedacht, dass wir noch einmal so nah kommen, aber es war eine engagierte Leistung. Hätte fast gereicht zum Punkt, aber nach dem Auftreten in der zweiten Halbzeit mit den Voraussetzungen bin ich mit der Mannschaft zufrieden und wie gesagt, Glückwunsch an Studensee war verdient. Ja, Ben, vielen Dank für die Glückwünsche. Spiel war verrückt, die erste Halbzeit war okay. Wir hätten vielleicht sogar ein bisschen höher führen können, als mit nur in Anführungszeichen 5 Toren. Das haben wir schon mal gehabt, vor 3 Wochen in Oftersheim haben wir auch mit 5 Toren geführt in der Halbzeit und haben es noch verloren. Und ja, heute wäre es fast wieder so passiert. Beim, ich glaube, 2020 Stand hat Sandion Reilinger einen Konter verworfen. Wenn der reingeht, dann gewinnen wir es wahrscheinlich nicht. Nehmen wir wahrscheinlich maximal einen Punkt mit. Deswegen war es glücklich für uns, aber wir sind immer im Lernprozess. Wir haben heute wieder eine ganz junge Mannschaft gestellt. Der Robin Hösting, Felix Mügen, haben wir beide heute das erste Mal in der ersten Mannschaft gespielt. Der für beide noch A-Jugendspieler. Felix hat es gut gemacht, hat 2-3 Sachen gehabt in der zweiten Halbzeit, aber er hat Mut gehabt, hat weiter probiert und da muss ich sagen, Hut ab, genauso muss es sein und wir sind im Umbruch, dieses Jahr geht es für uns wahrscheinlich nicht mehr um viel, deswegen können wir uns schon vorbereiten auf die nächste Runde und da können wir jetzt nach und nach, da haben wir schon angefangen, die A-Jugendspieler einbauen und die machen das ganz ordentlich. Wir haben auch noch Leistungsträger, die uns fehlen, jetzt schon mehrere Wochen, das kompensieren wir mit jungen Leuten, die das gut machen und ja, heute war es ein glücklicher Sieg, wie gesagt, hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Weil gerade bei ihrer jungen Mannschaft ist so, wenn man aus einer klaren Führung kommt und dann letztendlich innen schiebt, dann kriegt man es einfach leider nicht. Ja, dann haben wir das glückliche Tor gemacht vom Mutz. Haben wir das Ding gewonnen, wir nehmen es gerne mit, freuen uns, aber es hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Vielen Dank für eure Einschätzung. Bernd, eine Frage. Als Aufsteiger steht ihr auf dem zweiten Tabellenplatz. Was sind deine Erwartungen für den Rest der Saison? Guck dir nach oben. Was erwartest du für die nächsten Spiele? Ja, dass wir im Moment auf dem zweiten Platz stehen, das war gar nicht, hat niemand planen können. Und das ja, muss man realistisch einschätzen. Es sind einige Mannschaften schwer in Gang gekommen, die Runde, die mit Sicherheit jetzt noch viele Punkte holen. Ich denke an selbst Hartheim oder Hockenheim, die garantieren der Rückrunde noch ganz schön aufmischen. Wir nehmen das gern mit, wir haben bis jetzt 23 Punkte, das ist super für uns. Wir können jetzt die Runde voll, ja wie er es auch sagt, wir können es eigentlich ohne Druck voll fertig spielen. Die Punkte, die wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Aber Ziele sind keine gesetzt, Ziele sind einfach die Mannschaft weiterentwickeln und ja, einfach die Runde voll, wenn es geht, verletzungsfrei annehmen, rumbringen. Steffen, als nächstes stehen 2 Auswärtsspiele an, das Derby am Donnerstags Nachholspiel gegen den TV Knielingen und dann am Wochenende drauf die längste Auswärtsfahrt nach Hartheim. Einfach ein paar Worte zu deinen Erwartungen für die nächsten Spiele. Ja, am Donnerstag Knielinger Derby, da wollen wir Gewinner, ganz klar. Da haben wir in der Hinrunde richtig gutes Spiel abgeliefert, wobei Knielinger hat sich auch gefangen, habe jetzt einige Spiele gewonnen, habe jetzt gestern in Wiesloch verloren, aber vorher habe ich richtig gute Ergebnisse geliefert, habe Fernheim fast geschlagen zu Hause. Und dann ja, dieser alte Spruch, Derby hat eigene Gesetze und wir fahren dahin am Donnerstag und wollen da logischerweise gewinnen. Am Samstag Hartheim wird eine schwere Nummer, die haben sich auch gefangen, nach einer ganz schlechten Start, als sie ganz unten drin waren, jetzt sind sie auch im gesicherten Mittelfeld.
Ja, wären beide schwere Spiele. Ich habe irgendwann mal gesagt, aus den drei Spielen, inklusive dem heute, wäre es gut, wenn wir zwei Siege holen. Das heißt, wir brauchen, oder wenn wir einen Sieg holen aus den zwei Spielen, dann sind wir im Soll. Vielen Dank für eure Einschätzung. Wir wünschen euch noch eine gute, erfolgreiche, verletzungsfreie Restsaison. Und vielen Dank an das Publikum heute. Super Unterstützung. Vielen Dank. Ja.